Marco Wanderwitz, der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, möchte nun die AfD verbieten. Und er hat auch die nötige Zahl von Bundestagsabgeordneten dafür, also 37, das sind 5% der Bundestagsabgeordneten. Er begründet sein seltsames Vorhaben folgendermaßen. Der demokratische Rechtsstaat kann eine Partei, die rund um die Uhr Hass und Hetze verbreitet und diesen Rechtsstaat abschaffen will, nicht einfach gewähren lassen, bis es zu spät ist. Interessanterweise hat er es sehr eilig, was eigentlich sogar gut ist. Denn mein Wunsch wäre, dass wir den Verbotsantrag noch vor der sogenannten parlamentarischen Sommerpause des Bundestags einbringen. Das ist insofern interessant, denn das würde bedeuten, dass dieser Verbotsantrag auch noch vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gestellt werden. Das heißt, das würde ein erster Test sein, was die Wähler eigentlich von so einem Antrag halten. Herr Wanderwitz ist ein Bundestagsabgeordneter der CDU aus Sachsen. Das heißt, er ist von der CDU und kommt auch aus diesen Ländern, in welchen gewählt wird. Das heißt, es wäre ein Test, ja, was die Wähler eigentlich von seinem Vorhaben, von seinem genialen Vorhaben so halten. Und erstaunlich ist, wie er das Ganze nochmal begründet. Ja, und zwar, also da merkt man, dieser Mann ist kein Politiker, sondern ist irgendwie ein Funktionär oder so. Die Ergebnisse der jüngsten Europa- und Kommunalwahlen in Ostdeutschland nannte er beängstigend und bedrückend. Nun, wenn die Wähler in einer beängstigenden und bedrückenden Art und Weise wählen, dann muss er nicht ein Verbot der AfD anstreben, sondern ein Verbot dieser Wähler. Diese Wähler dürfen dann nicht mehr wählen, ja, im Osten, weil sie eben falsch wählen. Das ist eigentlich die logische Konsequenz. Ja, also es macht natürlich keinen Sinn, dass sie dann die AfD verbieten, sondern eben die Wähler. Ja, und dieser Herr Wanderwitz müsste ja eigentlich wissen, dass ein Verbot einer Partei sehr schwierig ist, dass dieses ein Verbot der AfD wird ja schon sehr lange diskutiert und keiner hat so richtig Lust, aber Herr Wanderwitz aus Sachsen möchte das nun versuchen. Warum das Ganze irrsinnig ist, wie ich im Banner auch geschrieben habe, ist aus meines Erachtens aus verschiedenen Gründen. Und ich gehe hier nicht auf die rechtlichen Aspekte ein, weil die sind wirklich sehr kompliziert und wie gesagt, das wurde schon oft diskutiert. Aber im Wesentlichen ist diese Forderung, dieses Vorhaben von Herrn Wanderwitz eine Fortsetzung des Kampfes gegen Rechtes der Linkspartei, insbesondere der SPD und der Grünen. Und wir sehen, was daraus gefolgt ist. Es ist in eine Katastrophe gemündet. Ja. Seit Januar organisiert das linke Milieu Demos gegen rechts, also Linksdemos gegen rechts, agitiert ohne Ende gegen die AfD und gegen rechts. Das ist eine unglaubliche Gefahr. Ja, haben wir hier schon zigmal gesprochen. Der ganze Europawahlkampf der SPD und der Grünen war eben darauf eingestellt zu sagen, das AfD ist ganz schrecklich, ganz fürchterlich und überhaupt die ganzen Rechten in ganz Europa sind eine große Gefahr für Deutschland, für ganz Europa, für alles, ja. Also es ist ganz schrecklich und deshalb müssen die Leute SPD und Grün wählen. Nun, und Sie sehen ja eigentlich, was passiert ist. Es war eine Katastrophe für die Grünen. Die Grünen haben 8,5% verloren. Und die SPD ist auch völlig zusammengebrochen, beziehungsweise die hat nicht so viel verloren, aber schon in der letzten Wahl hatten sie unglaublich stark verloren und jetzt haben sie nochmal verloren. Und wie gesagt, beide Parteien haben sich voll gegen die AfD, beziehungsweise gegen diese ganzen rechten Parteien in Europa eingeschossen. Ja, also Rassemblement National, Giorgia Meloni, beziehungsweise die Fratelli Italia. Ja, und sie sind damit krachend gescheitert, ganz einfach. Nun, jetzt kommt Herr Wanderwitz und möchte dasselbe machen vor der Landtagswahl in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Also da muss man schon ziemlich genial sein, eigentlich, um auf so eine groteske Idee zu kommen. Also ich würde mich nicht wundern, dass jetzt die CDU ja eine krachende Niederlage erlebt, weil die Leute werden sagen, was denkt ihr euch, ja, was fällt euch an? Das heißt, selbst Leute, die vielleicht sogar CDU wählen oder andere Partei, werden sagen, pass auf, was glaubt ihr eigentlich, warum wollt ihr, dass wir nicht diese Alternative, also diese Option, diese Wahloption haben wollen? Ja, das heißt, ihr wollt offensichtlich ja, aus taktischen Gründen die Optionen bei den kommenden Wahlen eben begrenzen. Ja? Also das wird natürlich nicht gelingen bis zu den Landtagswahlen, das ist völlig klar, aber so werden dass die Leute empfinden. Die Leute werden sagen, die CDU will im Grunde genommen ihre Konkurrenz von rechts eben auslöschen, ja, verhindern, ja, verbieten. Und das wird natürlich von den Leuten quittiert werden, so wie das ja schon passiert ist in der Europawahl. Dieser ganze Kampf gegen rechts hat nicht gewirkt. Warum? Weil anstatt
dass die Grünen und die SPD gesagt haben, wofür sie stehen, haben sie gesagt, wogegen sie stehen. Und zwar gegen die AfD, gegen rechts und so weiter. Und jetzt kommt Herr Wanderwitz und will in genau dasselbe fortführen. Also das Ganze ist wirklich unglaublich unpolitisch, unglaublich dumm aus einer taktischen und strategischen Sichtweise. Also deshalb ist es für mich wirklich unglaublich. Und das Problem ist folgendes. Und damit komme ich gleich zum zweiten Aspekt, warum das absurd ist, was Herr Wanderwitz machen will, ist die ganzen Umfragen, die ganzen Studien, ja, nach der Europawahl haben ergeben, die AfD wurde deshalb gewählt, weil die AfD mit guten oder mit schlechten Antworten, das ist jetzt Nebensache, aber hat die Themen angepackt, die die Leute bewegen. Das ist natürlich die unkontrollierte Einwanderung, das ist die illegale Einwanderung, das ist die Einwanderung von Kriminellen, ja, das ist die ganze Sicherheitslage in Deutschland, die natürlich eine Katastrophe ist. Ja, ich meine, inzwischen gibt es ja wirklich jeden Tag irgendwelche Messerangriffe. Ja, das ärgert den Menschen. Ja, es, die ganzen Umfragen bei Damen, ja, die trauen sich nicht mehr aus dem Haus, wenn es dunkel ist. Die umgehen gewisse Gegenden, weil sie sich unsicher fühlen. 111 Gruppenvergewaltigungen in Berlin. Das ist, was die Leute bewegt. Und zwar in der gesamten Gesellschaft. Auch bei den jungen Menschen. Ja, ich erinnere, die Grünen wurden von viel weniger jungen Menschen gewählt. Also nur von 11% der Wähler unter 30. Und das ist ein Minus von 18%. So, das könnte auch Herr Wanderwitz eigentlich wahrnehmen und er könnte sich natürlich überlegen, okay, vielleicht müssen wir unsere Strategie gegen die AfD, ist ja logisch, dass die CDU eine Strategie gegen die AfD haben muss, wie sie auch gegen die SPD und wie gegen die Grünen haben muss, denn die CDU will natürlich die stärkste Partei werden, das ist völlig klar. Aber was sagt sie dann? Wir verbieten diese Partei und damit macht sie dieselbe Strategie wie zuvor schon die Grünen und die SPD und die sind krachend gescheitert. Und da kommen wir eigentlich zu einem Problem der CDU. Die CDU ist sehr blass, ja, das will sie, ich glaube, nicht wahrnehmen. Diese letzte E-Mail von Herrn Merz an seine ganzen Anhänger war völlig euphorisch, ja toll, wir haben 30-31%. Das ist sehr schwach, also das sollte die CDU langsam wahrnehmen, ja. Sie sollte sich vielleicht die Wahlergebnisse von älteren Wahlen, Europawahlen, Bundestagswahlen und so weiter, also die CDU kommt von weit über 40% und obwohl die Ampel so schwach steht, schafft sie es nicht, eben wieder deutlich über 30% zu kommen. Das ist wirklich extrem schwach. Und jetzt macht sie noch zudem eine Politik gegen den Wähler. Ja? Ein Verbot einer Partei ist im Grunde genommen eine Politik gegen die Wähler. Das heißt, viele Leute wollen diese Partei wählen und das ist schlecht. Ja? Das hat der Herr ja gesagt, beängstigend und bedrückend. Ja? Und deshalb muss man diese Partei verbieten. Das ist eine Politik gegen die Wähler. Und so wird das empfunden auch von Wählern von anderen Parteien. Ich glaube, die einzige Partei, die zurzeit mehrheitlich ein Verbot der AfD will, sind die Grünen. Weil natürlich, ein AfDler wählt ja kaum die Grünen. Das heißt, das ist ja, die sind so weit weg eigentlich, dass das gar keine Konkurrenz ist. Das heißt, für den ist das sozusagen Teil ihrer Wahlkampagne gegen rechts. Ja? Das heißt, sie haben nichts zu befürchten, wenn sie sowas sagen. Aber die CDU sehr wohl. Ich bin sicher, dass sehr viele CDU-Wähler sagen, also ihr könnt doch nicht einfach eine Partei wählen, bloß weil sie so beliebt ist, weil so viele Leute sie wählen. Aktuell ungefähr 28% würden die AfD in Sachsen wählen. Das muss man sich mal vorstellen, also wie stark sie ist. Ja, und dann kommt Herr Wanderwitz und sagt, ja, okay, deshalb müssen wir diese Partei eben verbieten. Der demokratische Rechtsstaat kann eine Partei, die rund um die Uhr Hass und Feste verbreitet und diesen Rechtsstaat abschaffen will, nicht einfach gewähren lassen, bis es zu spät ist. Was meint er da, bis es zu spät ist? Wahrscheinlich, bis diese Partei so stark ist, dass man sie nicht mehr verbieten will. Das ist im Grunde, was er sagt. Das ist ein Votum von Herrn Wanderwitz gegen die Wähler. Und so kann man nicht mit den Wählern umgehen, wenn man selber gewählt werden will.